Nee, das ist irgendwie sehr, sehr kaputt. Ist irgendwie sehr, sehr kaputt. Sehr, sehr kaputt. Da ist alles in Evil. Jetzt geht's auf 12.000 hoch, dann auf 4.000 runter. Yes, das Gott, alles kaputt. Alles kaputt. Alles hinüber. Alles hinüber heute. Jesus Gott. Ja, ich weiß nicht vor wie lang. Es ist alles sehr, sehr instabil heute. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Heute ist sehr, sehr instabil. Das hatte ich jetzt heute schon zwei oder drei Mal, dass der Stream dann neu gestartet wurde, weil OBS sagt, die Verbindung wurde unterbrochen. Ziemlich alles very kaputtig hier. Alles heute very, very kaputtig. Your monitor for the win. Alles für die Battletoad, alles für die Ektos Club. Oh, ich darf ganz entsetzt. Da wo kommt jetzt der Resub. Der Resub? Let's go. Ach, und dann sagt er das einfach gar nicht. Er hat nämlich die Gesicht. Der irgendwas, der Clownsgesicht, der Augen, der Zunge. Jesus Gott, das hat er alles nicht vorgelesen. Unverschämt. Und Leute, der Hype Train nähert sich. Innerhalb von 4 Minuten muss jetzt nochmal irgendjemand der uns abmachen. Sonst war der Hype Train für die Cards. Die Cards! Sind das ein Maulwurf oder Ratten oder irgendwas? Viecher da. Ja, gell, die schönen Emotes sind nicht vorgelesen worden. Oh Gott, jetzt kommt wieder, eine Warnmeldung. Oh Gott, oh Gott. Zwölftausend! Ja, keine Ahnung, gell? Verrückt ist das doch. Dabei habe ich nicht einmal so hoch eingestellt. Das darf ja gar nicht. Das darf eigentlich gar nicht so hoch gehen. Das ist eigentlich gar nicht so hoch eingestellt. Da ist irgendwas kaputt. Und dabei spiele ich ja bloß. Ja, gestern haben wir noch die Vodafone so gelobt. Das ist bestimmt der Patrick. Der hat irgendwelche fiesen Mächte im Hintergrund. Der tut immer nur so unschuldig, wie wenn er so wäre. Aber dabei hat er die finsteren Mächte im Hintergrund eingeschaltet, um uns alle zu vernichten. Ich sag's ja, von Patrick müsst ihr euch in Akt nehmen.
das ist wie, wie heißt denn das so, wie diese Stephen King Horrorfilme, wo dann auch immer so diese Außenseiter gottesähnliche Kräfte haben und dann ganze Schulhallen mit Blutbad anrichten. Sowas in der Art kann da durchaus, könnte ich mir da auch vorstellen. Also das ist nur eine Vermutung von mir, aber da gibt's starke Indizien. Das, ja, so meine ich es ja, so meine ich das ja. Wir haben eine Sarake bei allen, bei denen das Internet funktioniert. Und alles ist nun kaputt. Ja. Aber wir müssen jetzt die nächsten Wochen sowieso gucken, inwieweit es noch unter der Woche die Milanese-Streams gibt, weil ihr kennt ja dieses furchtbar dankbare Volk in Osteuropa, dem wir gerade bei allem aushelfen und die uns trotzdem beleidigen und uns als beleidigte Leberwurst und sonst irgendwas bezeichnen. Die kommen ja zum 1. Juni in das ALK 2-System rein. Und damit das natürlich alles, fast so ähnlich, damit das alles wunderbar läuft und die von uns auch jeden Monat ihr Geldvermögen kassieren, müssen wir im Jobcenter wahrscheinlich die nächsten Wochen massiv Überstunden leisten. Und da kann es durchaus sein, dass dann täglich bis 18 Uhr gearbeitet werden muss. Also Urlaubssperre ist zwar noch keine angeordnet, aber unsere Überstunden werden jetzt Stand 30.04. eingefroren. Die Kappungsgrenze wird jetzt quasi aufgehoben und das, was wir jetzt alles an Überstunden machen, müssen wir machen, weil wir so nette, dankbare Leute sind, denen müssen wir helfen. Also, das was jetzt wir darunter leiden müssen, wir der normal arbeitende Pöbel wieder, das ist ja wieder klar. Also, tja. Muss ich halt gucken, ja. Weil, ja, ich weiß nicht, wann und wie. Es wird wahrscheinlich auch mit Unterschieden, man wird wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten eingeteilt. Wann es sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich bis Minimum Juni wird es so sein. Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Geld verschenken ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist mit harter Arbeit verbunden. Geld verschenken ist mit harter Arbeit verbunden. Das stimmt allerdings. Und ich sag ja, und uns fragt man nicht, ja, möchtet ihr das machen? Nee, da heißt es ja, das muss man da machen. Und diese armen Leute, ja gut, sagen wir so, die Leute können ja auch wirklich nichts dafür. Aber wisst ihr, was können zum Beispiel umgekehrte russische Fußballnationalmannschaften führen? Die schließen doch auch aus allem aus. Dann kann man doch die auch ganz normal Fußball spielen lassen. Und wir können jetzt auch jetzt sagen, oh, ich kann diesen, wie heißt er denn? Botschafter Melnik schon nicht mehr sehen, wir uns ständig beleidigt und rummachen. Also, da sind unsere Nasen da oben, die lassen sich den Waschen sind aber auf der Nase rum dann zu nehmen. Den hätte ich schon längst ausgewiesen und gesagt, so, zack, Botschafter weg. Persona non grata in der Bundesrepublik. Aber nee, was ist stattdessen? Stattdessen kommt Altbundespräsident Gauck und knutscht den quasi noch ja im Bundestag vor laufender Kamera ab. Also, wo sind wir denn langsam angekommen? Wo sind wir denn?
Ein Schwein kommt von oben runter. Yes, das ist gut. Worms. Ja, da kann ich, da geht's ja mit dem abgelehnten Stempel nicht. Wir werden ja nicht gefragt. Wir werden ja nicht gefragt, ob wir Überstunden machen müssen. Ja, das Allerbeste. Es kann dann sein, das ist allerdings, dann muss es der Personalrat mit einbezogen werden. Es kann durchaus auch sein, dass dann ab Juni auch Samstag Arbeit kommt. Dass wir ab Juni sogar samstags arbeiten müssen. 6-Tage-Woche. Kann alles kommen. Ist alles in der Diskussion. Aber am meisten bin ich sowieso drüber gespannt, wie viel unsere ukrainischen Neukunden überhaupt einen ukrainischen Namen haben. Weil da wird wahrscheinlich schätzungsweise 50% werden ein Jumbo oder wie so heißen. Gut, muss man auch helfen, das sind diese hochintelligenten Elite-Studenten, die in Kiew oder sonst irgendwo an so Elite-Unis studieren, um dann nach ihrem Studium in ihren Herkunftsländern genau richtig Umbagando ist, genau typisch, wie bei uns Meyer, Schmidt, Müller heißen die Umbagando, die ja da dann quasi wieder zurückkehren in ihre Länder, um dort dann als zukünftige Eliten zu arbeiten. Drum studieren die ja alle in der Ukraine als Studenten. Können aber weder Russisch noch Ukrainisch. Ah, dann wollte man uns, das ist ja nicht richtig, dann wollte man uns ja immer noch verkaufen. Ja, in der Ukraine wird ja überall Englisch gesprochen. Sonst noch was. Der Durchschnitts-Ukrainer spricht Ukrainisch oder Russisch. Also ist ja nicht so, dass Russisch bei denen total verhasst wäre. Die sprechen alle Russisch oder Ukrainisch. Nix da mit Englisch. Von daher, wie wollen Ubagando und so an der ukrainischen Uni studieren, ohne ein Wort Russisch zu können? Also... Der Pöbel glaubt es alles noch. Schweinekopf, das Slytherin, Basilisk, zack, der Kammer des Schreckens,
Wir sind hier in der Baumstamm des Schreckens. Jo, aber nachdem wir jetzt ja hier wieder da seid, muss ich jetzt auch nochmal hier direkt zu den Insider sagen. Der Unfug war wieder übelst genial. Auch obwohl ich den Eindruck hatte, dass ich zwischen 4 und 5 Uhr gefühlt der Einzige war, der noch wach war neben dem Insider. Aber irgendwie war es doch so, zwischen 4 und 5 waren wir beide, glaube ich, nur die Einzigen, die noch wach waren. Aber trotzdem musste ich dann um 5 noch einen Jägermeister raushauen. Weil ich fand diese Pumpe so genial. Und dann dachte ich, komm, einmal will ich sie noch benutzen. Ja, die Liste war voll. Die Liste war übelst voll, aber wir sind alle eingepennt. Ja, aber wie gesagt, so 5, 5, 6, das finde ich auch in Ordnung, wenn man sagt, so bis 5, 6. Da hat man dann so 7 bis 8 Stunden, das reicht ja auch. Ja, ab 4, so ist es bei mir auch, also ab 4 wird es gefährlich. Wenn man das dann übersteht, dann halte ich es eigentlich voll durch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch um 4 schon sage, also das ist wirklich so, 4 Uhr ist immer so eine ganz kritische Zeit. Das ist immer so die ganz kritische Zeit im Unfug. Da entscheidet sich's dann, geht's voll durch oder. Aber echt klasse. Auch mit eurer Multi-Game-Einlage dazwischen. Wo wieder mal die Katz schuld war. Obwohl sie gar nicht da war. Und wir haben ja den Videobeweis. Die Katz war nicht schuld. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Mal. Haha, guck mal, was der kann. Der kann so ein Horn-Ding machen. Ja, Jesus, das wusste ich ja gar nicht. Hier sind wieder so Tipps, die werden mir immer von denen, wenn immer so diese Battletoad-Experten zugucken. Das wird dir natürlich nicht verraten. Das wird mir natürlich nicht verraten. Der einzige Wermutstropfen war halt beim Unfug, dass Kairo dieses Mal nicht da war. Aber ja, man muss auf das Alter des Kaisers Rücksicht nehmen. Da kann er wirklich nicht jedes Mal dabei sein. Aber vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder dabei, wer weiß. Er geht dann wieder in den Sommer rein. Da gucken wir vielleicht doch mal. Ja, ich denke mal auch, wenn jetzt mal. Wie man hier in diesen scheiß Tunnel da kommt.
Weil dass ich das hier jetzt ja kann, das habe ich ja eindeutig bewiesen. Und es will dann auch langsam auch keiner mehr sehen. Und ich würde auch keinen quälen. Ich bin ja die Sanftmut in Person. Inzwischen müsste ich glaube ich die Internet langsam eingehen. Ja, was war denn das? Inzwischen müsste ich ja langsam die Internet eingependelt haben. Also ich nehme so nicht mehr so die Frame Drops und die Bitrate Schwankungen. Ah, aber um auf das zurückzukommen, Gerstern, du hast aber auch, hoi Bella, grüße dich, du hast aber halt auch bei Vodafone echt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Und es ist doch auch irre, wenn die Telekom Highspeed bewirbt ihren besten Highspeed-Anschluss mit 250 Mbit. Und bei Vodafone geht's quasi mit 250 quasi schon unten los. Das ist doch die Leute verarscht. Aber ja, ist halt, Problem ist halt immer schon, wenn du halt keinen anderen Anbieter hast, du bist halt an diesem Syndikat schutzlos ausgeliefert. Das ist ja das Schlimme. Weil man da ja auch sämtlichen Wettbewerb kaputt gemacht hat in Deutschland. Himmel! Yes, das ist der Himmel! Aber das Gute war, dass im Unfug nur die Himmelspiel dabei war. Weil das ist aber ganz schlimm, wenn immer sowas kommt. Du musst immer ganz viel trinken, damit es überhaupt aus. Für das Stuffed-Bären-Game. Ja, stimmt. Das war krass. Aber wie gesagt, die erste... die ersten zwei Stunden habe ich aber nicht so wirklich mitbekommen. Die ersten zwei Stunden habe ich leider nicht so wirklich mitbekommen. Da musste ich Rechtsberatung leisten. Thank you.
Bin ich uns gar nicht dran gegangen. Ich muss das sagen, zum Glück hat er mein Handy im Moment. Zum Glück hat er mein Handy im Moment. Ich glaube, es war freie, ruhige Minute mehr. Das war sowas heißt rangegangen. Er hat mich halt angeschrieben auf Twitch, Privatnachricht, ob ich zu den Teamspeak kommen kann. Ja gut, dann geh ich halt schön ins Teamspeak. Oh ja, wir müssen speichern. Ich sag, ich weiß, am Anfang weiß ich noch. Da ist dieses wunderbare. Oh ja, stimmt! Ich muss aus der WhatsApp-Gruppe raus. Da ist schon, glaub ich, noch gar nicht drauf gekommen. Dass er mich über WhatsApp anschreiben kann. Jesus Gott, ich muss da schnellstens raus. Ich weiß, aber am Anfang, ich habe noch mitbekommen. Am Anfang hast du dieses wunderbare, das habe glaube sogar ich gewünscht. Dieses Barbecue-Dingens. Und danach hast du dann irgendwie dieses Farm-Simulator. Ich weiß nur, dass ich immer nebenher gesehen habe, dass es da gebrannt hat, übelst auf deiner Farm. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gesehen habe, wie du da löschen musstest. Oh mein Gott, jetzt glaube ich, ich bin überhaupt genial. So ein Blödsinn. Ich glaube, das Ding war ja auch plötzlich dann weg. Wir werden diese Woche morgen noch mal beim Theo reinschauen, ob wir da noch willkommen sind. Ob wir da noch willkommen sind. Oder ob wir sagen, was sind das für Leute? Ja, wahrscheinlich. Immerhin hat er noch einen Sub geschenkt bekommen. Der arme Theo.
wo ich dachte, ich glaube so, Mars und Marsch. Dann können wir uns bei, dann können wir uns bei Mars und Marsch. Ich glaube, man muss dazu sagen, es gab schon Unfüge, da haben wir uns weit schlimmer benommen, also. Und es war ja noch relativ am Anfang. Da waren eigentlich die wenigsten schon besoffen. Wobei ich irgendwie den Eindruck hatte, beim Coco hatte ich irgendwie den Eindruck, der war schon mittags um 6 bei der Divini im Stream schon ziemlich cool. Da hatte ich irgendwie den Eindruck, da war der schon irgendwie sehr gut. Der Dattel hat bestimmt wieder Bolognese gefressen, weil der so früh wieder weg war. Und ich bin bestimmt auch wieder dank seiner Bolognese eingeschlafen. Ja, das hat er ja gesagt. Jetzt hat er um 10 Uhr sein erstes Bier schon gehabt. Er hatte um 10 Uhr schon sein erstes Bier. Aber wie gesagt, ich bin wirklich beeindruckt, dass ich bis um 5 Uhr auch vom Wachbleiber her. Ich war eigentlich am Samstag schon. Ich war am Samstag schon relativ früh wach. Ich war am Samstag auch schon um 6 oder 6:30 wach, weil ich auch nicht richtig schlafen konnte. Ich nicht richtig schlafen konnte von Freitag auf Samstag. Ja, yes. Ich konnte nicht recht schlafen, weil ich wusste am Samstag früh noch nicht so genau, wie geht's jetzt meinem Vater und so. Und darum habe ich eigentlich da ziemlich schlecht geschlafen. Aber ich habe das dann ganz gut kompensieren können. Gut, sagen wir mal so, wahrscheinlich hat es auch was gebracht, dass ich dieses Mal ja meine Geus mit diesem extra starken Cola gemacht haben. Mit dem extra starken Cola. Da ist, glaube ich, schon wahrscheinlich einiges an Koffein drin gewesen. Wobei, man muss ja immer dazu sagen, das tut sich ja dann eigentlich ausgleichen, das Koffein im Cola und der Hopfen im Elephant. Der Hopfen, der macht ja eher wieder schläfrig. Das Koffein macht wach. Das gleicht sich dann eigentlich ganz gut aus. Aber die muss ich jetzt wirklich nochmal sagen. Die Jägermeister-Pumpe ist echt sinnvoll. Vor allem, wenn du wirklich dann irgendwann nachts um 3:30, 4, da hast du halt nämlich so ganz die ruhige Hand, sag ich mal so. Weil ich mag es halt immer, wenn ich den Josta nachfülle, wird halt manchmal ein bisschen was verschüttet nebenher. Jetzt mit dieser Pumpe, da hebst du das Glas drunter, drückst oben auf den Knopf drauf und das Glas wird optimal gefüllt, also perfekt. Wobei, ich glaube, wir haben so ungefähr, glaube immer die gleichen Schnapsgläschen. Bei meinem ist nämlich auch so, wenn ich da bei der Jägermeisterpumpe drauf gedrückt habe, dann ist das eigentlich halb voll geworden. Weil das sind, glaube ich, so doppelte Schnapsgläser. Oder doppelte Portion. Gell, genau, so war es bei mir auch.
wahrscheinlich 004 die Gläser. Yeah. Oha. Oha. Jesus. Das wird immer krasser, das Level. Das Level wird immer krasser. Jesus Gott. Nein. Pimpo. The Josta Beast. Aber hat auch gut alles gepasst an dem Tag. Disneyland Game. Dann Monkey Island Feeling mit Mai Tai Cocktail nebenher. Mit dem Monkey Island. Und dann natürlich die UFO. Yes. Jesus Gott, was will ich spielen von mir? Bist du kein Sauber? Ich bin noch kein Sauber. Was mache ich denn da? Aber das Game hat manchmal, ja, wie soll ich sagen, das Game hat manchmal so ein bisschen merkwürdige Zuckungen. Ja. Leute, morgen gibt's dann wieder das Siberia. Morgen gibt's dann wieder das Siberia. Dann gucken wir mal, da sind wir letzte Woche. Letzte Woche konnten wir endlich. Oh ja, letzte Woche haben wir einiges Progress gemacht. Letzte Woche haben wir ja das Schiff. Erst haben wir die Kohlen auf das Schiff gebracht. Mussten das Wasser einfüllen ins Schiff. Mussten mit der Schwebebahn zu der Klinik hochfahren und die Typen holen. Und dann sind wir in See gestochen. Oh, genau, und die Schleusentore mussten wir noch unter Wasser aufmachen. Und dann konnten wir auf den See stehen. Und jetzt sind wir mal gespannt, weil der Captain Unfug hat ja immer Schiss davor vor diesem Seeungeheuer. Sind wir mal gespannt, ob es das wirklich gibt.
ob uns es dann morgen begegnet, die Seelengeheuer. Was gibt's denn bei dir nachher Schönes? Was gibt's nachher Schönes bei Begins aber heute? Gibt's halt wieder Knuckles? Gibt's halt wieder Knuckles? Von hinten nach vorne dieses Mal. Im Rückwärtsmodus. Im Rückwärtsmodus. Wollt mal Raffle machen, yes, sehr gut. Sehr gut, da muss ich nachher noch gucken. Muss ich nachher noch gucken. Was ich noch für Games hab auf meine Listen, die man noch raushauen muss. Wahrscheinlich kommt wieder Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario World. Alle Sachen, die man noch nie gesehen haben. Alle Sachen, die man noch nie gesehen haben. Gott, zack. Oh, halt. Höre Äpfel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil wenn bei dir die oder Nummer nur, das wäre noch, das wäre auch was. Das wäre vielleicht eher was, da hast dann, da hättest dann eine Garantie, dass auch mal, dass dann auch mal komplett neue Sachen kommen. Also, wenn du jetzt mich fragen würdest, welches der beiden soll ich machen, würde ich sagen, Insider macht die Nummer Rebel. Da ist dann auch immer ein bisschen ein noch größeres Überraschungselement dabei. Weil man weiß ja auch selber nicht. Gut, Spiel 66, das kennen wir. Spiel 66, kennen wir. Aber man weiß ja nie, wenn man eine Nummer sagt, was kommt da jetzt vom Game. Guck mal, kann man mal so, ja, aber schauen wir, schwierig. So ein bisschen kann man mal vom Alphabet einschätzen, wenn man relativ hohe Zahlen nimmt. Dann irgendwas mit Z oder irgendwie kommt. Außer du würdest, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn jetzt du in deinem Game-Ordner die Sortierreihenfolge änderst. Dann können wir nämlich nicht einmal sagen, oh, wenn ich mir Spiel 12.000 von 12.000 wünsche, dann ist es irgendwie so oder irgendwas. Dann wäre natürlich ganz, dann können wir sagen, oh, Spiel 5 kann sowohl mit A, B, C oder Y anfangen. Ich weiß nicht, wie die Sortierreihenfolge ist. Das wäre, aber wäre jetzt meine, ja, wie gesagt, letztendlich entscheidest du, kannst auch einen normalen Raffle machen, aber so ein Nummern-Raffle, das wäre, da wäre wirklich halt immer die totale Überraschung dann dabei. Und da stand wirklich nicht immer dieselben Games. Na, bei uns ist ja garantiert, dass immer irgendwie entweder F-Zero, Kirby, Bomberman, Donkey Kong, Super Mario World. Das kommt ja immer. Gut, die Gefahr bei diesem Nummern-Raffle ist halt immer, dass halt so Dinge gezogen werden, so japanische Strategiespiele, wo man dann nicht einmal weiß, mit welchem Knopf man die jetzt eigentlich startet. Das ist da halt immer ein bisschen so die Gefahr. Dass dann solche Spiele kommen, die nicht wirklich spielbar sind.
Das ist fies. Das ist fies. Da darf man gar nicht auf das Ding drauf. Und Jesus Gott. Dudl ist da. Dudl, ich grüße dich. Ich grüße dich. Wir sind in der Turbo. Wir sind in der Turbo-Tunnel. Wir sind in der Turbo-Tunnel drin. Ich grüße dich mit dem Win Longhorn. Ja, sehr schön. Der Win Longhorn wäre aber auch ein richtig nice Microsoft Sound geworden. Gut, ich weiß nicht, wie es Win Longhorn gewesen wäre, ob das auch ein gutes Windows gewesen wäre. Ob das so gut wie Windows 7 wäre, das ist die andere Frage. Mischlevel. Ja, ich bin gerade schon beschissen worden in dem Level. Vorhin auf so ein Dingens drauf. Und dann hat es mich voll gegen die Wand geschlagen. Shit. Dann hat es mich voll gegen die Wand geschleudert. Das ist ein schlimmes Level. Das Level ist schlimm, sag ich euch. So blöd, Frosch. Ich muss wirklich mal wieder beim asiatischen Buffet essen. Ich muss wirklich mal Frosch. Ich fress da komplett alle Froschschenkel vom Buffet. Aber was ich mir auf jeden Fall wieder gönnen werde, ist Zebra und Känguru. Das ist wirklich nicht schlecht. Also müsst ihr mal probieren. Hört sich schlimmer an, als es schmeckt. Weil Känguru ist ein bisschen wie Reh. Also wer Rehbraten oder so mag, dem wird auch Kängurufleisch schmecken. Lass mich von dem Spiel immer verarschen. Ah ja, den Safe State habe ich auf Wunsch von der Divinity gemacht. Weil sonst müssen wir das Spiel wieder und wieder sehen und ich habe ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass ich die ersten Level inzwischen perfekt beherrsche. Und das Spiel ist ja zum Teil so unverschämt. Da darf man schon mal einen Safe State machen.
Ja, nur das. Ja, aber das ist ja auch. Und ich sag mal, wenn selbst der Dadl schreibt das Mist-Level, dann ist ja das Level auch blöde. Dann ist ja das Level auch blöde. Muss gähnen, obwohl ich heute noch gar keine Bolo gegessen habe. Aber Musik finde ich trotzdem toll in dem Level. Und Leute, es ist Mai, also denkt daran. Im Mai kommen nicht nur die Räuber, im Mai kommt auch Jubiläumstream. Am 21. Am 21. Also nicht wie sonst die vergangenen Jahre an Himmelfahrt, sondern dieses Mal am tatsächlich ersten Streamdatum 21.05. Weil es ein Samstag ist, da bietet sich das an. Da fangen wir am Samstagvormittag an und gucken wir mal, wie lange es geht. Muss ich allerdings jetzt auch so langsam, sollte ich ja jetzt auch mal anfangen, das ein bisschen vorzubereiten. Weil ich wollte ja jetzt auch endlich mal auch meine Clips mal alle zusammenschneiden. Und bei mir ist es ja so, bei mir wird ja nicht ganz so viel geklippt, dass ich das jährlich machen müsste. Bei mir geht es ja noch übersichtlich. Also wenn ich da wahrscheinlich jetzt alle Clips zusammenschneide, die ich jetzt drin habe, dann passt es schon. Dann müssen wir mal gucken, ob und was wir an Multi machen. Aber ich würde sagen, wenn ihr Zeit habt, Dings sollten wir auch schon mal machen. Genau, ich würde auch sagen, wenn das ja Samstag ist, hätte ich gesagt, dass wir dann auch so abends so ein bisschen dann den Multi-Part abends so zu Primetime machen. Weil ich weiß ja nicht, wir müssen ja mal gucken beim Danny, wie der auch, ob der vielleicht da eventuell an dem Samstag auch arbeiten muss. Da können wir dann das Multi sowieso auch abends dann noch machen, wenn er ja auch da schon was gegessen hat und so. Da müssen wir ja da schon auch drauf Rücksicht nehmen. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht den auf jeden Fall mal wieder machen. Da gibt es jetzt eine neue Map. Human Fall Map. Dass wir das machen, dann das können wir ja, wir können dann auch mehr wieder mitmachen. Redout können wir natürlich ja auch wieder machen und eventuell mal gucken, weil ja wie gesagt, weil es ist ja im Sommer, ob wir vielleicht eventuell nochmal auch irgendwie alles von unseren Horror-Games machen. Aber so ungefähr wäre das so, schon mal so meine grobe Planung für den Multi-Teil.
Und ansonsten, ja, ansonsten würde ich sagen, auch wieder halt, vielleicht zwischendurch auch mal eine Raffle-Runde, wenn man mal, wenn einem zwischendurch mal nicht einfällt. Dann habe ich gedacht, mache ich auch entweder vielleicht dann wieder irgendwie eine, wieder auch wie letztes Jahr vielleicht so eine Runde, so mit so verschiedenen Amiga- oder DOS-Farbe-Games. Und dass man vielleicht Ding, das bietet sich ja auch dann immer mal an, auch nachts um irgendwelche Durststrecken zu überwinden. Irgendwie Euro Truck oder America Truck. Ich versuche ja die 24 Stunden voll zu kriegen dieses Mal. Am Sonntag dann. Und alles, was da noch oben drauf geht, nehmen wir natürlich mit. Alles, was noch dann oben on top geht, nehmen wir natürlich mit. Ich möchte jetzt noch nicht zu große Böne spucken. Und dann wird es wieder 22. Das wäre etwas peinlich. Oh, der Markus, ich grüße dich. Darum sage ich jetzt auch schon mal nur. Idealerweise 24 Stunden Stream. Eventuell plus noch was oben drauf. Ja, da sind alle gespannt, ob es diesmal endlich schaffen. Ob ich es dieses Mal schaffen werde. Ja, und ich glaube auch wirklich dieses Mal dann auch wirklich auch von der Zeit her glaube auch ein bisschen besser, wenn ich es auch richtig am Wochenende mache. Weil das ist halt schon mit dem gut Himmelfahrt, da haben zwar viele immer dann den Feiertag frei, aber dann ist halt meistens dann immer Samstag den Brückentag, haben dann halt nicht alle frei, die müssen dann Sonntagabend ins Bett, weil sie am Freitag raus müssen, also ich glaube so schon besser, wenn man dann sagen kann, oh, wir haben Samstag und Sonntag. Nee, ich benutze den Safe State am Anfang von dem Level. Da brauchen wir keinen Game Genie Code. Wir brauchen da keinen von diesen Schummel-Controllern, wo man Slowdowns machen kann. Auch wenn die Controller von Nintendo lizenziert sind. Sowas ist einfach übelste Schummelei. Das ist ja immer schon schlimm, wenn man Safe States macht. Wenn man dann noch zusätzlich zum Safe State noch so Schummel-Controller benutzt. Das geht ja gar nicht. Da kannst du gleich deinen Pizzateig selber machen. Nee, Safe State ist Safe State. Das ist kein Cheat. Ein Cheat wäre zum Beispiel der Game Genie Code. Aber der Divinity müssen wir an dieser Stelle nochmal gratulieren. Der hat gerade schon das Alien-Spiel durchgespielt. Respekt, weil ich hab's mal gedacht, also gerade zum Schluss, da war er zum Teil richtig,
die Kackstelle dabei. Und da hätte ich auch gedacht, ja, um Himmels Willen, und das auf normal oder einfach, oder was war's? Na gut, sagen wir so, endlich im Sinne, dass man es geschafft hat. Aber das Spiel an sich war jetzt nicht so schlimm. Ich fand es ganz gut. Ja, das war auch komisch. Wie du dann einmal gesagt hast, was willst du denn da mal alles machen? Abschießen kannst du nicht richtig, verstecken kannst du dich nicht. Es steht nur im Weg rum, also das war schon sehr tricky. Das war schon ziemlich tricky. Ja, das war ja bei mir vor Jahren mit mir auch so. Mit Ember Moon. Wenn es dann geschafft hast, dann verkauft. Ja, endlich geschafft. Aber man ist natürlich auch traurig gewesen, weil man dann das Spiel vorbei war. Oh ja, da musst du wirklich ja dann ganz, ganz begnadet sein. Aber ich würde es ja wahrscheinlich auch normal schon kriegen können. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, mir fällt ja ein bisschen so das Talent für diese Art von Spielen. Ja, das Geschleiche hält dann oft etwas auf. Und mir ist das dann manchmal halt immer auch mit diesem schnell reagieren, umdrehen und so, dann, das kennt ihr ja bei mir von CSGO, wenn es dann immer heißt, oh, hinter mir scheinbar. Bis ich mich umdrehe, bin ich dreimal totgeschossen. Bis ich mich dann umdrehe und merke, wo ist jetzt der eigentlich? Bin ich schon dreimal totgeschossen. Also von daher, ja. Das sind Spiele, wo andere Leute ihr Talent dafür haben. Aber ich jedenfalls nicht. Ich kann dafür andere Sachen gut. Zwar, ich weiß zwar nicht was, aber das Ding konnte ich ja. Ich konnte dafür das Ding doch sehr gut spielen. Der Arbeitsamt-Game konnte ich doch gut. Da habe ich doch innerhalb von 2 Stunden der Arbeitslosenquote von SIG auf 60% runtergedrückt. Aber ich werde mal noch gucken, Leute. Vielleicht gönne ich mir ja dann auch vom Jubiläumsstream fängt auch noch irgendwie mal noch so ein Triple A Game. Ihr müsst da was finden, was auch interessant für mich wäre.
ich sag ja, so Silent Hill, so die, alles was auch ein bisschen so in die Shooter-Richtung geht. Zugucken tue ich ja solche Spiele dann ja immer wahnsinnig dumm. Aber alles, was so Shooter oder auch so in die Richtung, wie heißen, auch so Elden Ring und und Monster Hunter, das ist alles nicht so. Wie gesagt, ich guck da richtig dumm zu bei den Spielen, aber so selber zu spielen. AAA-Game aus dem Hause Fizz Games. Aber Close to the Sun. Close to the Sun war ja. Ja, so, also sowas. Sowas in der Art. Also ja, ein bisschen so wie Close to the Sun. Weil da hattest du jetzt auch nicht so die. Da musstest du jetzt auch ja nicht so richtig so Kampfelemente oder halt so auch abschießen und die. Da war ja auch mehr wieder so ein bisschen so das Rätselding ja auch drin. Das stimmt. Sowas in der Art. Das muss ja auch mal sein. Also Close to the Sun, das war auch eigentlich auch. So eigentlich auch mal richtig gut gemacht. Hattest du zum Teil auch richtig auch schon ein bisschen auch so, obwohl es jetzt voll so richtig, also ein richtig komplett Horror-Game ist es ja nicht, aber du hast trotzdem immer ein bisschen auch so die Grusel-Atmosphäre gehabt auf dem Schiff. Und zwar mit richtigen Tesla. Mit dem Nikola. Das war noch ein guter Test. Ja. Ja, jetzt machen wir sowieso jetzt nur die zwei Versuche und dann wollen wir sowieso vielleicht auch zu ihnen selber rübergeben müssen, Leute. Es geht schon auf die 7 Uhr zu. Aber wie gesagt, da muss was dann genau kommt. Muss ich noch gucken. Weil irgendwas AAA-mäßiges muss schon auch in den Jubiläumsstream rein. Also nur Retro und nur Emulatoren und nur Truck Simulator oder so kann es dann auch nicht sein. Da muss man dann schon auch mal sich auch dann mal was gönnen und was bieten. Oh, ich sehe schon, das wird jetzt hier sowieso nichts mehr. Und jetzt ist 5:07. So, Leute, dann machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle den Schluss für heute. Und ich sehe hier gerade, ich habe ja meine Viecher heute noch gar nicht aufgestellt. Kein Wunder, dass es heute nicht richtig klappt. Ich habe vergessen, die Viecher wieder hinzustellen. Weil die Viecher musste am Samstag weichen wegen, weil ich brauche ja die Fensterbank frei. Ich frage aber einen Unfug über die freie Fensterbank. Aber die Viecher kommen schon wieder. So, jetzt gibt es noch ein bisschen. Mit den Klängen zum Monkey Island verabschiede ich mich heute. Guckt jetzt beim Insider rein, morgen bei der Divinity zum Finale von Elex 2. Und wenn dann die Divinity mit ihrem Finale fertig ist, geht's bei mir mit der Siberia 3 weiter. Also, Leute, wir sehen uns. Ciao und adios.